Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. CO2 ist der Stoff des Lebens und nicht der Stoff der Katastrophe. Die Bevölkerung wird seit den 70er Jahren systematisch verängstigt und angelogen. Sie sollen Angst vor einem Stoff haben, ohne den Leben auf unserem Planeten gar nicht möglich wäre. Mein Name ist Martin Steiner. Ich beschäftige mich seit 40 Jahren mit den Themen Energie, Klima und Umwelt. Die Klimamanipulation und Indoktrination hat meiner Meinung nach im deutschsprachigen Raum 1978 begonnen. Davor hatten die Menschen Angst vor einer neuen Eiszeit. In einer Zeit, als das gemeinsame Fernsehen noch ein wichtiges Familienereignis darstellte, zeigte der ZDF als dramatische, lebensgefährliche Bühnenshow inszeniert das berühmte CO2-Experiment von Hoimar von Dietfurt. Damit wurden den Menschen Bilder ins kollektive Gedächtnis gebrannt, welche die Geschichte vom angeblich gefährlichen Klimakatastrophengas CO2 begründete. Im Hintergrund standen die Aussagen des Club of Rome, wo man seit den 70er Jahren an einer Reduktion der Weltbevölkerung arbeitet. Die ZDF-Sendung leitete die Manipulation der Massen ein. Darauf folgte 1979 die erste Klimakonferenz in Genf. Beim ZDF ist man bis heute sehr stolz auf diese Präsentation und bewirbt sie offensiv auf der Homepage. Dr. Steiner hat sich dieses und weitere CO2-Experimente gemeinsam mit den Wissenschaftlern des ICR genau angesehen. Zwei Kunststoffröhren mit zwei verschiedenen Atmosphären werden vorbereitet. Die linke bleibt mit Luft gefüllt, die rechte wird mit CO2 befüllt. Beide werden mittels eines heißen Bühnenscheinwerfers beleuchtet. Es wurde behauptet, dass sich die Luftatmosphäre innerhalb von 5 Minuten um 2 Grad Celsius erwärmt. Demgegenüber würde die Temperatur in einer reinen CO2-Atmosphäre um 12 Grad ansteigen. Der Versuchsleiter und Diplomphysiker Volker Arzt erklärte: Und dieser Temperaturunterschied zwischen hier und hier, das eben ist dieser berühmte Treibhauseffekt, von dem vorhin die Rede war. Damit behauptete man, eine drohende Erderwärmung durch steigende CO2-Anteile in der Atmosphäre bewiesen zu haben. Fertig. Klimakatastrophe erklärt. Wir werden alle verbrennen. Die Welt geht unter. Das ist das, was der ZDF die Menschen seit 1978 glauben lässt. Ich kann mich gut erinnern. Mit 14 Jahren bin ich bei uns im Wohnzimmer gesessen und habe diese Vorstellung gebannt verfolgt. Ich war begeistert und erschrocken zugleich. Es hat mein Interesse für Physik und Ingenieurswissenschaften damals stark aktiviert. So kann ich nachträglich auch nachvollziehen, wie die Mechanismen funktionieren, dass Kinder und junge Menschen manipuliert, indoktriniert und so zu fanatischen sogenannten Klimaschützern werden. Wir haben das Dietfurt-Experiment von 1978 im Maßstab 1:2 nachgebaut. Dabei haben wir wissenschaftlich sauber gearbeitet, jeden Versuch dreifach wiederholt und dabei drei verschiedene Gase verwendet, um jeden Irrtum auszuschließen. Neben Luft und CO2 diente Argon als Nicht-Treibhausgas zur Kontrolle. Bei einem Versuch zur Erwärmung von Gasen ist eine Temperaturkurve dieser Art, eine Newtonsche Erwärmungskurve, zu erwarten. Die physikalischen Grundlagen dazu sind allgemein bekannt. Bei ihren eigenen Versuchen haben die Wissenschaftler die entsprechenden Erwärmungskurven für Luft, CO2 und Argon erhoben, die sich verhalten haben, wie es zu erwarten war. Luft erwärmte sich in einem Zeitraum von einer Stunde um 2 Grad Celsius, CO2 um 4,5 Grad Celsius und das Kontrollgas Argon um 3,2 Grad Celsius. Diese sauberen und mehrfach überprüften Ergebnisse passten überhaupt nicht zu den Ergebnissen des Dietfurt-Experiments. Wir haben die behauptete Erwärmung aus der damaligen Sendung in eine Grafik übertragen. Hier sind keine Erwärmungskurven zu sehen, sondern eine Abfolge von Stagnation und Erwärmung, leichte Abkühlung und weitere Erwärmung, als ob jemand die Anzeige händisch gesteuert hätte
ohne dass dies mit irgendeiner realen Messung zu tun hat. Nochmal im Vergleich. Bei Dietfurt erwärmt sich das CO2 in 5 Minuten in einer völlig irregulären, physikalisch unmöglichen Temperaturkurve um 12 Grad Celsius und Luft um 2 Grad Celsius. Bei unserem Kontrollexperiment erwärmt sich das CO2 nach einer Stunde um 4,5 Grad, Luft um 2 Grad Celsius und das Kontrollgas Argon um 3,2 Grad. Bei genauerer Betrachtung ist den Wissenschaftlern noch eine Merkwürdigkeit aufgefallen. Wenn man unter Druck stehendes CO2 durch ein Ventil ausströmen lässt, kommt es zum Joule-Thomson-Effekt. Ein Effekt, den jeder Taucher kennt. Es kommt, wie wir sehen können, zu einer sofortigen Abkühlung des Gases und somit auch des Ventils. Nicht aber bei Dietfurt. Dazu kommt die seltsame Behauptung, dass die massive Temperaturerhöhung von CO2 gegenüber Luft durch den Treibhauseffekt zu erklären sei. Dabei kann dieser Versuch durch bloße Unterschiede in der Temperaturerhöhung der Gase gar keinen Treibhauseffekt zeigen. Zum Beispiel erwärmt sich das Nicht-Treibhausgas Argon mehr als Luft mit den Treibhausgasen CO2 und H2O. Wenn das Dietfurt-Experiment in der Lage sein sollte, nur den Treibhauseffekt zu zeigen, dürfte sich Argon nicht mehr als Luft erwärmen. Die Gründe für die unterschiedliche Erwärmung der Gase Luft, CO2 und Argon liegen nicht in einem Treibhauseffekt, sondern in den unterschiedlichen Gasparametern Wärmeleitfähigkeit, Wärmespeicherkapazität, Dichte und Wärmeübertragungskoeffizient. Genau genommen ist das Dietfurt-Experiment im Hinblick auf die Atmosphäre der Erde völlig irrelevant. Dort finden sich niemals 100% CO2. Der CO2-Anteil in der Erdatmosphäre beträgt tatsächlich 0,04%. Die Auswirkung des Treibhauseffekts von CO2 weist bei der gegenwärtigen CO2-Konzentration von 0,04% in unserer Atmosphäre eine Sättigung auf. Das bedeutet, weiteres CO2 in unserer Atmosphäre trägt kaum mehr zu einer Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur bei. Wie konnte es bei Dietfurt zu so völlig unterschiedlichen Ergebnissen kommen? Entweder es gab überhaupt keine stabilen Versuchsbedingungen, diese waren möglicherweise völlig unkontrolliert, unterschiedliche Wärmezuflüsse und Wärmeabflüsse. Oder das Ganze war aus dramaturgischen Gründen vollständig inszeniert und hatte nichts mit einem physikalischen Experiment zu tun. Um mit so einem Versuch wirklich valide auf einen möglichen Treibhauseffekt schließen zu können, müsste man ihn völlig neu aufsetzen und die massiven Mängel in der Experimentieranordnung entfernen. So wie 1978 gezeigt, ist dieses sogenannte Experiment gar kein Experiment, sondern eine Fernseh-Zaubershow mit dem Ziel, die Zuseher in die Irre zu führen. Es diente offenbar dazu, den Menschen Angst zu machen, ganz ähnlich, wie wir es in den letzten 4 Jahren gesehen haben. Darauf lässt auch der Titel der ZDF-Produktion schließen. Der Ast, auf dem wir sitzen. Der Diplomphysiker Volker Arzt erklärte viele Jahre später in einem Interview: Um das Bewusstsein zu ändern, benötige es Schmerz und Katastrophen. Das klingt zynisch, aber mit Überzeugung, Einsicht, mit Kurven und physikalischen Formeln kannst du keinen Bewusstseinswandel erzeugen. Ich bin persönlich höchst enttäuscht von den scheinbar wissenschaftlichen Helden meiner Jugend. In der Wissenschaft geht es darum, der Wahrheit näher zu kommen. Umso enttäuschender ist es, wenn man rausfindet, dass Wissenschaftler sich bemüht hatten, eine Unwahrheit bestmöglich zu verkaufen. Dr. Martin Steiner kandidiert auf der Liste der MFG als unabhängiger Kandidat für die Nationalratswahl 2024. Worum geht es mir persönlich? Die Wissenschaft stellt uns die Methoden zur Verfügung, der Wahrheit ehrlich und bestmöglich nahe zu kommen. Andererseits geht es mir auch darum, die drohenden Gefahren für die Zukunft von uns allen durch den Klimakatastrophenwahn und den davon abgeleiteten Energiewendewahn mittels Zahlen, Daten, Fakten und Evidenz abzuwenden. Dies stellt nämlich eine Umverteilung von Vermögen von uns allen weg, hin zu einigen ganz wenigen Nutznießern. Letztendlich
will man uns dadurch auch unsere Freiheit und Individualität nehmen. Mit mir und mit uns sicher nicht.